Guten Morgen und willkommen beim heutigen Twitter Academy Webinar. Es handelt sich heute um das erste Teil unserer Webinarserie um Twitter und Weihnachten. Heute spreche ich über die Möglichkeiten des Weihnachtsgeschäftes auf Twitter. Aber bevor wir anfangen, möchte ich erstmal vorstellen. Ich heiße Antoinette Missig und bin Marketing Managerin und ich arbeite für die deutsch- und französischsprachigen Märkte. Ihr findet mich auf Twitter unter @Antoinette. Wie üblich werde ich am Ende der Präsentation alle eure Fragen auf Twitter beantworten. Twittert mir also bitte eure Fragen mit dem Hashtag Twitter Academy, also wie auf dem Bildschirm, das heißt mit einem K und IE am Ende. Und das bitte während ich die Präsentation halte. Das ist eine gute Gelegenheit, für euch mit uns in Kontakt zu treten. Also sei nicht schüchtern. Stellt eure Fragen bitte nur auf Twitter mit dem erwähnten Hashtag und nicht im Webinar-Chat-System, da ich sie dort nicht verfolgen kann. Dieses Webinar soll nicht mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen und wir fangen jetzt an. Und zwar mit unserer heutigen Agenda. Ich werde erst über Weihnachtsgespräche auf Twitter sprechen und euch zeigen, dass ihr Teil dieser Gespräche sein könnt. Danach werden wir über Weihnachtsshopping und Twitter sprechen und ich werde euch viele Inhaltsideen geben und auch Beispiele von echten Unternehmen zeigen. Und schließlich werde ich euch zeigen, wie ihr eine größere und relevante Zielgruppe mit Twitter Ads erreicht und wir werden auch ein Deep Dive über zwei Targeting-Optionen machen, die für die Weihnachtssaison besonders Sinn machen und besonders relevant sind. Zuerst Twitter und die Weihnachtsgespräche. In Deutschland in 2014 wurden mehr als 3 Millionen Tweets zu Weihnachten gepostet und weltweit sogar 140 Millionen. Das sind so viele Möglichkeiten, mit den Twitter-Nutzern ins Gespräch zu kommen und das sind auch so viele Zeichen, die euch helfen können, potenzielle Kunden zu identifizieren. Und hier seht ihr ein paar Beispiele von Gesprächen auf Twitter, die um Weihnachten gehen. Also diese Gespräche können sowohl von Unternehmen wie euren angefangen werden, wie hier zum Beispiel SAP App mit ihrer Early Bird Frage, was ist ein gutes Weihnachtsgeschenk für die Eltern? Und dies ist auch eine sehr gute Methode, um Gespräche zu fördern und dabei sogar mehr über eure Follower zu lernen. Gespräche, und das werden wir auch später in der Präsentation sehen, Gespräche können auch von Twitter-Nutzern gestartet werden. Wie hier zum Beispiel Turni, die seine oder ihre Wünsche zu Weihnachten äußert und man sieht, dass Fragen dann entstehen. Wo hast du sie gesehen und so weiter und so fort. Also hier auch eine gute Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen und eure Produkte in den Konversationen zu platzieren. Weihnachten ist auch die Zeit, wo Nutzer auf der Suche nach Inspirationen sind. Also benutzt diese Gelegenheiten, um Nutzer mit euren Angeboten, Produkten und Services zu inspirieren. Aber die Tweets mit dem Hashtag Weihnachten sind nur ein Teil der Konversation. Und wie man hier auf dem Bildschirm sieht, gibt es viele weitere Unterhaltungen rund um die Feiertage. Und besonders um Weihnachtsgeschenke. Und bringt mich zum nächsten Teil dieses Webinars, Twitter und das Weihnachtsshopping. Unser erster Teil darüber, das Weihnachtsshopping hat schon angefangen, da fast die Hälfte der deutschen Twitter-Nutzer kaufen ihre Geschenke schon vor Dezember. Das heißt, es ist jetzt höchste Zeit, eure Weihnachtsangebote und Produkte zu kommunizieren, um mehr potenzielle Kunden zu gewinnen. Und ein großes Teil dieser Shopping-Saison passiert online. 75% der deutschen Twitter-Nutzer werden dieses Jahr Weihnachtsgeschenke im Internet kaufen. Das heißt auch für euch,
Denkt daran, euer Online-Geschäft in euren Tweets zu promoten. 37% der Twitter-Nutzer möchten Links zu dem Online-Geschäft der Firma sehen. Also wichtig und praktisch zu wissen, wenn man einen Link in einem Tweet postet, braucht man keinen URL-Verkürzungsdienst. Twitter macht das automatisch für euch, solange ihr den Link am Ende eures Tweets inkludiert. Ein Best Practice ist auch, Rich Media in euren Tweets zu haben, wie bei Bilder, Video und so weiter. So erhält ihr im Durchschnitt 3-mal mehr Interaktionen. Und hier das Beispiel von Kosiol auf dem Bildschirm ist besonders gut, das Bild hat sehr wenig Text und es ist wirklich weihnachtlich. Hier kurz zur Info die beliebtesten Geschenkkategorien bei den deutschen Twitter-Nutzern. Also, auf Platz 1 haben wir Filme, Musik oder Spiele. Auf Platz 2 mit 38% haben wir Kleidung, Accessories und Schmuck. Auf Platz 3 Parfüm und Kosmetik. Und mit 27% haben wir dann Elektronik und Haushaltsgeräte. Was für die deutschen Twitter-Nutzer aber wirklich von Bedeutung ist, ist der Preis. Mehr als die Hälfte achten beim Kauf von Weihnachtsgeschenken vor allem auf den Preis. Also das für euch. Eine weitere Inhaltsidee wäre, eurer Follower Sonderangebote anzubieten. Die Hälfte der Twitter-Nutzer wünschen sich nämlich Sonderangebote auf Twitter. Wie hier zum Beispiel Greenline Hotels, die jetzt im November ihr Weihnachtsangebot im Dezember bewerben. Also das Bild hier ist besonders gut, weil das ist ziemlich schön und sehr weihnachtlich. Und um es ein bisschen interaktiver zu machen und um Gespräche zu fördern, könnt ihr auch Gewinnspiele organisieren. Wie zum Beispiel hier urlaubspiraten.at, die ein Pre-Christmas-Gewinnspiele organisieren. Oder zum Beispiel Community Konrad, hier auch auf dem Bildschirm, die eine Verlosung organisieren. Also in dem Community Konrad Beispiel sieht man nicht so richtig auf dem Bildschirm, weil es so klein ist. Aber man muss einfach seine Weihnachtsgeschenke-Tipps teilen, um teilzunehmen. Und genau das ist clever, weil diese Aktion die Interaktionen steigert und hilft dann auch andere Twitter-Nutzer, die auf der Suche nach Inspiration für ihren Weihnachtsgeschenke sind. Weil sogar ein Drittel der deutschen Twitter-Nutzer wünschen sich Inspiration für Geschenke, Dekoration, Rezepte und so weiter auf Twitter und ein Viertel von ihnen wollen Hilfe, um in der Weihnachtsstimmung zu kommen. Also es geht nicht nur um Angebote und Webseite, aber es geht auch um Gespräche und um Weihnachten tatsächlich, Inspiration. Und das sollte euch eine Menge Inhaltsideen geben. Wichtig ist es, nicht nur Sonderangebote zu posten oder Links zu eurer Webseite, aber auch Tipps und Tricks rund um Weihnachten, um eure Follower zu inspirieren und auch natürlich, um ihre Sympathie zu gewinnen. Es können Blogartikel sein, über zum Beispiel die besten Filme der Weihnachtssaison oder Rezepte wie hier zum Beispiel Gastroblog und sein Artikel über Butterplätzchen, oder auch die Stadt Hamburg mit Tipps rund um Adventskalender. Also denkt daran, dass ihr hilfreich sein sollt. Versucht dabei auch Gespräche zu fordern. Stellt zum Beispiel Fragen oder taggt andere Twitter-Konten in eurem Tweets, wie hier zum Beispiel Radio mit K, das ein Gespräch um die beste CD für Weihnachten mit anderen Twitter-Nutzern dank seiner Weihnachtsgeschenke-Tipps angefangen hat. Und dann entsteht wirklich ein Dialog und da hat man wirklich die Möglichkeit, ein bisschen mehr über sich zu erzählen und über seine Produkte. Inspiration kann auch von euren neuesten Produkten kommen. Also 49% der Twitter-Nutzer möchten nämlich einen Blick auf euren neuesten Waren werfen. Hier ein gutes Beispiel von Bisa Fans mit einem Tweet zu ihren neuen japanischen Merchandise Collections.
und mit einem Bild dazu, um der Tweet mehr ansprechend zu machen. Und hier sogar Pikachu, ziemlich beliebt. Aber wie sieht's aus im B2B-Bereich? Also im B2B-Bereich kann man auch von Weihnachten profitieren und mit saisonalen Inhalten in Schwung kommen. Wichtig ist es dabei, und meine Best Practices seht ihr auf dem Bildschirm jetzt. Erstens, saisonale Inhalte zu posten. Also gebt eure Tweets und Bilder und so weiter einen weihnachtlichen Twist. Zweitens, benutzt Bilder und Rich Media. Also die Beispiele auf der rechten Seite sind besonders gut, weil die Bilder so lustig und ansprechend sind und sehr saisonal. Drittens, haltet eure Nachrichten kurz. Also Tweets mit weniger als 100 Zeichen enthalten im Durchschnitt 18% mehr Interaktionen. Und schließlich, und sehr wichtig, benutzt relevanten Hashtags und Keywords. Also hier, Hashtags existieren, um Gespräche um ein bestimmtes Topic-Thema zu gruppieren. Relevante Hashtags zu benutzen, heißt also nicht, so viele Hashtags wie möglich zu benutzen, aber sondern die Hashtags, die oft in den Konversationen eurer Zielgruppe benutzt werden. Es geht bei Hashtags nicht um Quantität, sondern um Qualität. Der Tweet muss lesbar sein und die Hashtags Sinn machen. Also extrem wichtig, weil wir sehen ganz viele Unternehmen, die sehr viel Tweets posten mit sehr vielen Hashtags, und das ist dann ziemlich unlesbar und macht auch keinen Sinn. Hier zum Beispiel benutzen E8 Magazin und Lengo die Hashtags Hashtag E-Commerce und Hashtag Weihnachten und zum Beispiel auch Hashtag Growth Hacks. Und diese Hashtags sind sehr benutzt und eigentlich sehr benutzt von genau der richtigen Zielgruppen. Und deswegen sind diese Hashtags wichtig und besonders relevant. Also, ihr habt jetzt viele Inhaltsideen. Aber vielleicht ist eure organische Reichweite nicht groß genug, um den Buzz zu schaffen und eure Ziele zu erreichen. Mit Twitter Ads stellt ihr sicher, dass eure Tweets von der richtigen Zielgruppe gesehen werden. Und deswegen werden wir jetzt über Twitter Ads sprechen. Und das heißt die Werbung auf Twitter. Und wir werden uns ansehen, wie ihr eure Weihnachtsaktionen steigern könnt. Also es geht nicht nur um Twitter Ads, aber auch über Weihnachtsstrategie. Mit Twitter Ads Kampagnen könnt ihr mit der richtigen Botschaft, also mit euren Tweets und Angebote rund um Weihnachten, wie wir schon besprochen haben, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Zielgruppe erreichen. Und das ist wirklich der Kern von Twitter Ads. Also zum schnellen Anfang einfach auf ads.twitter.com anmelden. Das war, was ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ist der erste Schritt bei der Erstellung einer Twitter-Ads-Kampagne. Also der erste Schritt ist einer der wichtigsten. Twitter-Ads wurde so entworfen, dass es euch dabei hilft, die von euch definierten Geschäftsziele zu erreichen. Es ist wirklich an der Performance orientiert. Also hier haben wir ein ganz einfaches, zielorientiertes Setup, in dem ihr beim Start der Kampagne eure Ziele identifiziert und definiert, was ihr erreichen möchtet, oder ob Follower, Website-Besuche, Tweet-Interaktionen, App-Downloads oder neue Leads. Das Tool wählt dann das richtige Produkt für die Aufgabe aus, also das richtige Format. Und auch wichtig zu sagen, bei Twitter Ads zahlt ihr nur für Interaktionen, die auf die Ziele der Kampagne hinarbeiten. Also wenn ihr zum Beispiel mehr Follower wünscht, zahlt ihr dann nur für jeden neuen Follower, den ihr erhaltet. Wenn ihr Nutzer für eure Webseite locken möchtet, zahlt ihr nur für die Klicks, die dorthin führen. Und wenn ihr zum Beispiel auch möchtet, dass Nutzer eure Apps herunterladen, zahlt ihr dann nur für Klicks, die zum App Store führen. Oder eigentlich sogar nur für Downloads und so weiter. Also das war eine Einführung. Aber zurück zu unserem Thema. Wie erstelle ich eine Weihnachtsstrategie auf Twitter? Und wie kann mir Twitter Ads helfen, meine Ziele zu erreichen?
Also dieses Slide ist ein bisschen, also es gibt ganz viel auf meinem Slide, aber ich erkläre das jetzt. Also hier könnt ihr eine generische Weihnachtsstrategie sehen. Also wie ihr sehen könnt, fängt es relativ früh an, aber im September und Oktober geht es hauptsächlich darum, seine Follower-Basis und Aufmerksamkeit um seine Produkte und Services aufzubauen. Also es geht noch nicht richtig um Weihnachtsangebote. Und ab Ende Oktober, November fängt die Weihnachtssaison so richtig an. Dabei ist es immer noch wichtig, eure Follower-Basis aufzubauen, um sicherzustellen, dass eure organischen Tweets gesehen werden. Dazu eignet sich eine Follower-Kampagne perfekt. Und wie gesagt, ihr bezahlt nur mit diesem Format für jeden neuen Follower. Aber es ist auch wichtig, für eure Weihnachtsangebote, Produkten und so weiter zu werben und sicherzustellen, dass sie von der richtigen Zielgruppe gesehen werden. Also besonders, wenn ihr ein Online-Geschäft habt, macht die Website-Klick-Kampagne am meisten Sinn. Weil der Format der Kampagne eignet sich perfekt, um potenzielle Kunden auf eure Webseite zu lenken. Weil es ist ziemlich visuell, da habt ihr ein anklickbares Bild und auch ein Call to Action, das dann zu eurer Webseite leitet. Und im Dezember, sieht man hier, geht es hauptsächlich um Last-Minute-Käufer und Last-Minute-Deals. Sprich, für euren Inhalt ist es dann wichtig, ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. Also hier habt ihr ein paar Beispiele von Gourmet-Fleisch mit dem Angebot: Bestellen Sie Ihre Ware für Weihnachten bis spätestens 13 Uhr. Also auch Gefühl der Dringlichkeit. Und auch, oder mit dem Tweet von Sally Huben direkt daneben: Die letzte Chance noch für Weihnachten zu bestellen. Also ihr seht, ne, letzte Chance bis spätestens 13 Uhr. Es geht alles um Dringlichkeit und Last-Minute-Shopper. Und für solche Aktionen eignet sich eine Website-Klick-Kampagne perfekt. Und zwar noch besser mit bestimmten Targeting-Optionen. Aber das werden wir in ein paar Slides sehen. Also, sehen wir uns erst eine Übersicht der Targeting-Optionen bei Twitter Ads. Sie sind eigentlich, also das sind eigentlich die Parameter, die euch helfen, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Also egal, wo Sie sich in dem Marketing-Funnel befinden, also egal, ob Sie nur in der Interessephase sind oder in Kaufphase sind. Mit den Zielgruppen auf Twitter Ads könnt ihr alle erreichen. Also ihr könnt zum Beispiel eine sehr weite Zielgruppe targeten, wenn mit unserer ta ersten Targeting-Option Interesse da oben. Wir bestimmen Interesse anhand Keywords, die von Nutzern benutzt werden oder Tweets, mit denen sie interagieren. Ihr könnt auch ähnliche Follower zu euren eigenen bestehenden Followern ansprechen. Aber ihr könnt auch Lookalikes ansprechen. Das heißt, Nutzer, die ähnlich Followers anderer Twitter-Konten sind. Also zum Beispiel Twitter-Nutzer, die ähnlich zu den Followern eurer Mitbewerber sind. Und das ist dann ein bisschen präziser im Vergleich mit Interessen. Man kann auch gezielte Nutzer ansprechen, die über ein TV-Programm sprechen oder Tweets über ein TV-Programm, also mit Tweets über ein bestimmtes TV-Programm interagieren. Es gibt auch Keyword-Targeting, aber darüber werde ich ein bisschen länger sprechen und kurz danach. Ihr könnt auch Nutzer ansprechen, die schon mit Tweets interagiert haben. Oder schließlich könnt ihr auch eure eigene Daten und Listen hochladen und gezielt diese Nutzer ansprechen. Kann zum Beispiel sehr hilfreich für Kampagnen, die existierenden Kunden ansprechen sollen. Und dazu bietet Twitter auch die klassischen Targeting-Optionen, die ihr auf dem rechten Seite sehen könnt, um eure Zielgruppe noch präziser zu definieren. Also es gibt ein Targeting nach Standort, Sprache, Gerät, Anbieter, Geschlecht und Alter. Ihr habt vielleicht jetzt Fragen über die Targeting-Optionen bei Twitter Ads. Ich gehe einfach schnell durch. Ihr könnt die Fragen aus jederzeit mit dem Hashtag Twitter Academy posten, twittern.
Und ich werde direkt danach beantworten. Und jetzt unser erstes Highlight und Empfehlung für eure Weihnachtskampagnen: Keyword Targeting. Also warum? Weil ihr mit Keyword Targeting Nutzer in Echtzeit erreichen könnt, wenn sie bestimmte Keywords twittern oder mit Tweets interagieren, die bestimmten Keywords enthalten. Das heißt, es ist die perfekte Lösung, um das Potenzial von Gesprächen auf Twitter aufzuschöpfen. Also um es konkret mit einem Beispiel zu illustrieren. Nicole hier twittert: Okay, ich brauche Ideen für Geschenke für Freunde zu Weihnachten. Also wenn ihr als Unternehmen Weihnachten und Ideen als Keywords in eurer Kampagne habt, wird euer gesponserter Tweet direkt in Nicoles Timeline geschaltet. Also in unserem Beispiel wird sie sofort den Tweet von Pearl sehen mit den Last-Minute-Geschenk-Ideen. Also perfekt adaptiert zu, was sie gerade getwittert hat. Also eine perfekte Antwort. Wenn ihr überlegt, gibt es wahrscheinlich auch viele weitere Möglichkeiten für euer Unternehmen. Und ein zweites Highlight von Twitter Ads für Weihnachten ist TV-Targeting. Und zwar sehr wichtig: 95% der öffentlichen Konversation über TV in Deutschland findet auf Twitter statt. 95% der öffentlichen Konversation über TV in Deutschland findet auf Twitter statt. Also hier ein paar Beispiele von beliebten Weihnachtsklassikern. Also Kevin allein zu Hause generiert am meisten Gespräche, gefolgt von Stirb langsam, Sisi, Doctor Who, Aschenbrödel und so weiter und so fort. Also das sind die Weihnachtsklassiker, die am beliebtesten sind in Deutschland. Und mit TV-Targeting in Twitter Ads könnt ihr genau die Nutzer ansprechen, die über einen bestimmten TV-Programm sprechen oder mit Tweets über einen bestimmten Programm interagieren. Also hier sieht man ein fiktives Beispiel von Bob Wallis, der über Imitation Game twittert. Und genau wie bei Keyword-Targeting ist alles in Echtzeit. Und weil er über Imitation Game getwittert hat, sieht er als nächsten Tweet einen gesponserten Tweet von UK Cinema. Also extrem relevant. Hier auch gibt es tausende Möglichkeiten, um genau die richtige Zielgruppe in der richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft zu erreichen. Und das haben wir genau gesehen. Also jetzt ein paar Slides zum Schluss über was nach Weihnachten passiert. Und zwar Silvester und das neue Jahr. Also die Konversationen gehen dann nach Weihnachten weiter. Und zwar gibt es ganz viele Tweets zum Jahreswechsel im Tageslauf, also sieht man hier. Es gibt Tweets über Partyvorbereitung, über Mitternacht und Neujahr und über spätes Aufwachen. Das sind auch Möglichkeiten, ins Gespräch teilzunehmen und mit Nutzer zu interagieren. Und zwar nach dem Fest, 50% wollen zu Hause bleiben und sich erholen. Also die werden wahrscheinlich alle online sein und twittern über die Party, über alles Mögliche. Und wenn wir über Neujahr sprechen, sollen wir über Neujahrsvorsätze sprechen. Und zwar, zum neuen Jahr wollen mehr als ein Drittel der Deutschen regelmäßig Sport treiben und auch mehr als ein Drittel wollen auf gesunde Ernährung achten. Also sehr viele Opportunitäten für Unternehmen, entweder in diesen Gesprächen teilzunehmen und spezielle Angebote zu machen oder auch sogar in eine lustigere Art und Weise in diesen Gesprächen zu interagieren. Und das war's für heute.
Vielen Dank für eure Teilnahme. Wenn ihr euch den Inhalt nochmals ansehen möchtet, erhaltet ihr in Kürze eine Aufzeichnung per E-Mail. Und sehr wichtig, folgt uns auf Twitter, auf @twitter@dach, wo wir in Zukunft weitere Webinare ankündigen werden. Und um alle Info über Twitter Ads und Weihnachten zu finden, könnt ihr auf unsere Webseite gehen, business.twitter.com/de. Dort haben wir alle Aufnahmen von alle unseren Webinaren. Wir haben sehr viele Webinaren gemacht. Da könnt ihr alle Informationen finden, wie Twitter Ads funktioniert und so weiter und so fort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.